Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und man hat ja recht wenig zum Thema Gamescom bei mir bisher gehört. Allerdings sind wir dieses Jahr wieder vor Ort. Wir waren ja letztes Jahr auch schon da und ich habe den Finn heute wieder mit dabei. Guten Tag. Wir sind zu zweit da und wir dachten uns, wir machen das jetzt mal ganz vorbildlich auf YouTube, wir beziehen da euch etwas mit ein. Denn wir haben diesmal im Vergleich zu letztem Mal jede Menge Termine gemacht und haben auch vor, abends immer so einen kleinen Rückblick aufzunehmen, was wir gemacht haben. Und deswegen müssen wir euch einfach mal ein paar Sachen fragen, ob ihr Fragen habt, ob ihr Anregungen habt, was wir da so machen können. Und mit was fangen wir da am besten an jetzt? Wir haben so viel hier. Ich weiß nicht, wollen wir mal einfach so ein bisschen mit irgendwas anfangen, was uns besonders gut gefällt vielleicht? Genau, das finde ich gut. Worauf freust du dich am meisten? Also an Spielen, ich habe absolut keinen Überblick, weil das zu viel ist. Ich freue mich aber ganz besonders zum Beispiel auf Microsoft. Die haben irgendwie ganz schön viel im Petto und ich als Nicht-Consolero, das ist was Neues für mich. Ne? Da bin ich echt mal gespannt. Vor allem, dass wir dann richtig geilen Shit anspielen können. Oh ja. Ne, falls die denken jetzt, was labern die für einen Scheiß, das hat in der Mail gestanden von Microsoft. Deswegen geben wir das jetzt einfach mal so weiter, dass wir den geilen Shit anspielen können. Ich meine, der geile Shit muss schon ziemlich fett sein, wenn das so genannt wird, ne? Ja, ja. Das muss man mindestens einen Master Chief Helm für uns geben dann. Oha, ja, die wollen eine Goodie Bag weggeben für Leute, ne, hab ich gehört. Ja. Wie wär's mit dem Master Chief Helm, hä? Geil, ja, traurig. Fände ich auch. Also gut. Leute, wenn ihr auf der Gamescom zwei rumlaufen seht mit einem Master Chief Helm, dann sind das wahrscheinlich wir. Ja, sonst noch? Ich weiß nicht, auch wenn ich gar nicht so aktuell in diesem Genre bin, Ubisoft mit Trackmania Turbo, irgendwie voll abgefahren. Trackmania? Ja. Das habe ich früher gespielt. Ja gut, warum nicht, ne? Das habe ich früher gespielt, das war voll cool irgendwie. Ja, und das Neue sieht noch abgefahrener aus, also warum nicht? Was findest du so cool? Also, ich muss ja sagen, ich freue mich am meisten auf Blizzard. Man hat ja im Vorfeld Gerüchte gehört, dass Blizzard neues WoW-Addon vorstellt. WoW ist jetzt zwar nicht so mein Ding, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, aber ich freue mich drauf, was Blizzard zeigt. Ich freue mich vor allem drauf, dass wir uns mal Overwatch angucken können, höchstwahrscheinlich. Stimmt. Wenn das Ganze funktioniert, das ist ja noch so ein bisschen, naja, man weiß es noch nicht, ob das wirklich so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, alles. Auf Microsoft freue ich mich auch. Und auch wenn es jetzt mit Gaming gar nichts zu tun hat, freue ich mich drauf, bei Elgato vorbeizugucken, dass ich nämlich mal den Julian von Elgato persönlich sehen kann, denn mit dem habe ich jetzt lange Zeit Kontakt per Mail gehabt, habt ihr aber noch nie in echt gesehen. Und natürlich bei Rocket uns mal die neuen Sachen angucken. Ja, das stimmt. Also hardware-technisch ist echt ganz schön viel auf unserer Liste, ne? Asus haben wir ja auch noch dabei. Und Nvidia. Stimmt, die haben wir auch noch am Start. Heftig. Da kommen wir aber gleich zu, weil wir brauchen da ein wenig eure Mithilfe. Wir haben uns nämlich schon jede Menge Sachen überlegt, was man denn bei den einzelnen Herstellern ansprechen könnte, fragen könnte. Allerdings ist es ja nur eine Sache, was wir uns ausdenken. Vielleicht denken wir an die wichtigsten Sachen gar nicht. Oder an das Naheliegendste. Vielleicht denken wir da gar nicht daran. Deswegen würden wir euch da bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr dann gerne sehen würdet von uns auf der Gamescom. Jetzt sagt nicht, Max, stell dich in die Kamera. Los, Max. Beziehungsweise, was wir denn ich denke jetzt mal, Fragen stellen sollen bei den Herstellern oder was euch da einfach interessiert. Ja, genau, also diese Info, die ihr haben wollt. Ich meine, zeigen kann man vielleicht nicht alles, aber man kann immerhin darüber erzählen. Und genau, wenn man das im Vorfeld weiß, können wir vielleicht uns einfach eine halbe Stunde länger dahin stellen, als eine halbe Stunde länger dahin, weißt du? Yep. Wenn man einfach so weiß, was euch interessiert. Und wie gesagt, wir haben auch geplant, uns jeden Abend hinzusetzen mit vier Leuten und was zur Gamescom generell, was wir am Tag so gemacht haben, zu erzählen. Und dann natürlich auch wieder auf Sachen von euch einzugehen. Das werden wir dann vielleicht kurz vorher auf Twitter machen, nochmal rumfragen, was gibt's für heute und da müsst ihr halt mal Ausschau halten. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Riesending. Ich freue mich auch schon total. Ich bin mal gespannt, ob das alles klappt. Wir haben ja ein super Apartment und da können wir das dann hoffentlich gescheit machen. Und da machen wir vielleicht sogar eine Roomtour, wenn das irgendwie möglich ist. Oha. Dass man nicht erkennt, wo das ist. Weil ganz ehrlich, falls ihr das irgendwo erkennen solltet in diesem Video dann, in welchem Apartment oder Ferienwohnung wir sind, lasst uns bitte dort uns in Ruhe. Das wird anstrengend genug. Das wird dann direkt auf Twitter revealed, ja. In der ersten Stunde 10 Videos darüber und dann kommen die Fans von dir da an. Ach Quatsch, wir sind ja nicht Dena und sonst wer, den sie da irgendwie stalken. Bei uns würde das wahrscheinlich alles nicht so schlimm sein. Naja, du sagst das jetzt noch. Ja, was mal ab. Was aber dieses Jahr echt hat, ist, es überschneidet sich schon fast. Also wir haben
aus letztem Jahr gelernt. Wir waren ja letztes Jahr auch da. Und vielleicht sollen wir das nochmal kurz erzählen. Letztes Jahr war halt sehr viel Rumsitzen auch dabei. Oh ja, ne? Das war ein bisschen doof. Da haben wir es verschissen, muss man sagen. Dieses Jahr haben wir das besser gemacht. Und es ist teilweise so voll. Da kommen wir auch gleich noch dazu, wo wir alles hingehen, was wir uns so grob angucken. Aber wir kommen, manche Sachen ist jetzt so mittlerweile schon, dass wir jetzt erst antworten oder ja, vielleicht auch ein bisschen spät gefragt haben, jetzt halt Antworten kriegen und einfach nur noch Termine frei sind, die halt nicht passen, weil wir da schon was anderes haben. Und komischerweise ganz viele Mittwochtermine, und ich würde denken, Mittwoch ist irgendwie voll der mega Medientag, so wie es ja eigentlich ist, und trotzdem haben die meisten Leute in den Businessständen oder bei den Businessständen eben Mittwoch noch irgendwie Zeit und freitags oder Donnerstag gar nicht. Voll komisch. Komisch. Das verstehe ich auch nicht. Vor allem sagst du, ja, uns passt Freitag eigentlich noch am besten. Habt ihr freitags was? Ja. Nein, mittwochs 9 bis 10. Ja, genau. So ganz oft. Ich habe ganz konkrete Beispiele gegeben von wegen, dann und dann haben wir Zeit, aber der andere Tag geht gar nicht. Und was kommt? Ich glaube, Mittwoch 9 bis 10 war der erste Termin, den wir hatten. Ja genau. Ja, schlimm. Das ist, also, insgesamt, wo gehen wir dann alles hin? Wir gehen jetzt mal so ein bisschen randommäßig durch. Erstes natürlich Microsoft, können wir uns wirklich ausgiebig angucken. Oh ja. Wir werden auf der Microsoft-Pressekonferenz rumstelzen und halt den neuesten Shit anspielen von Microsoft. Weiß nicht, was sie alles da haben. Er hat ja geschrieben, sie haben Halo da, sie haben Quantum Break da, ein Windows 10 Stand. Tomb Raider. Das neue Tomb Raider. Gehst du vor, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich beim Hersteller direkt. Aber solche Geschichten haben die bei Microsoft am Start. Und Essen. Und Essen. Mhm. Ganz wichtig. Essen ist wichtig. Yep. Was wollte ich jetzt noch sagen? Microsoft Spiele. Voll vergessen. Mhm. Zumindest das wird wirklich mal spannend. Und Windows 10, ganz ehrlich. Ach. Ich möchte mal, und wenn ihr da Fragen für Microsoft habt, schreibt es auch mal in die Kommentare rein. Ach Max, ich habe da direkt eine Frage. Warum geht der Schließen-Button bei meinem Premiere Pro auf Windows 10 nicht? Schreib das mal bitte auf, die ist wichtig. Ja, Moment. Ah, ich höre ihn schreiben, sehr gut. So, du kannst ins Dokument gucken. Ich habe es ganz fett reingeschrieben jetzt. Oh, stimmt, nice. Und da will ich auch mal fragen, wirklich, warum sollte man denn jetzt aus Sicht von einem Gamer, der wirklich einen aktuellen PC hat, Windows 7 und 10, funktioniert alles, kann alle aktuellen Spiele auf High spielen, warum sollte er upgraden auf Windows 10? Und nicht nur DirectX 12, bitte, ne? Genau, nicht nur DirectX 12. Natürlich kommen sie bestimmt mit DirectX 12 und sagen, ja, weil viel besser und sonst was. Aber das kann ja nicht das Einzige sein. Nee. Da bin ich mal gespannt drauf, was sie da erzählen werden. Was die da wohl erzählen, mir fällt da auch nichts ein. Ich meine, ich hab's hier installiert. Ne? Du kannst von ausgehen, da werden jede Menge Marketing-Leute am Start sein, die sich auf sowas bestimmt schon wunderbare Antworten überlegt haben. So, was haben wir sonst noch? Da haben wir Rocket. Gucken wir uns wieder an. Da wird es wahrscheinlich jede Menge Mäuse, Tastaturen, Headsets und Gaming-Hardware zu sehen geben. Vielleicht auch wieder so ein Sofa-Ding. Ich habe gehört im Vorfeld, ich glaube, das heißt gar nicht mehr Sofa. Echt jetzt? Habe ich irgendwo gehört, ja. Wow. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Na gut. Dann gehen wir vielleicht zu G2A. Oh, stimmt. Übrigens, du hast ja auch einen G2A-Reflink. Aha. Ihr könnt natürlich gerne mal bei unseren G2A-Reflinks vorbeigucken, wenn ihr auf der Suche nach günstigen PC-Spielen seid. Ich habe gehört, da gibt es auch mehr als PC-Spiele manchmal. Finn, erklär mir doch mal bitte, was sind denn FIFA-Coins? Ich spiele kein FIFA, keine Ahnung. Ich spiele auch kein FIFA, aber ich habe gehört, FIFA-Coins sind böse. Ja, aber nur, wenn man sie nicht offiziell von EA kauft. Ja, das geht gar nicht. Ich habe mich nämlich schlau gemacht. Du kannst FIFA-Coins nicht direkt von EA kaufen, du kannst bloß FIFA-Points von EA kaufen. Was? Weil, ja, und FIFA, jetzt weiß ich auch, warum die was dagegen haben. FIFA-Points sind so quasi so Ingame-Währungen, mit denen man sich Spieler nicht direkt kaufen kann, sondern nur Packs kaufen, in denen dann random Spieler drin sind. Mhm. Also sprich, du musst wahrscheinlich möglichst viele FIFA-Points kaufen, dass du die Spieler kriegst, die du haben willst. Und was denn jetzt halt Coins? Random ist. Coins ist Ingame-Währung, die du normalerweise kriegst, glaube ich, für gewonnene Spiele oder für gespielte Spiele oder sowas. Aha. Und da kannst du dann Ingame direkt das kaufen, was du haben willst. Ah. Das ist natürlich schlecht. Das ist ja richtig kacke. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Wow. Das ist schlecht. Und vor allem wir beide sind ja die FIFA-Coins-Dealer quasi schon. Ja, natürlich. Und da muss man natürlich jetzt mal durchgreifen. Ich meine, Max, du kannst ja sehen, was die Leute kaufen beim Raffling. Das ist eindeutig FIFA-Coins-only. Nur. Permanent. Ich wusste gar nicht, bis die Mail kam, wusste ich gar nicht, was das ist. Nee, ich auch nicht.
Ja, die, ja, die meisten verstehen jetzt eben wahrscheinlich nicht, was wir ja, also da sind wir auch eventuell, ja, richtig. Das überschneidet sich auch schon wieder mit einem anderen Termin, der da ist, und das wäre dann Sony. Das war Sony, Uncharted 4. Yep, Uncharted 4, super cool. Also ich habe das nie wirklich gespielt, bis auf Uncharted 1. Das war der beste, fand ich. Ja? Ja, okay. Hat mir am besten gefallen. Viele sagen der zweite, mir hat der erste am besten gefallen. Hm. Ja, ich habe den Rest leider nicht gespielt, ne, kacke. Die waren aber alle echt gut. Da bin ja, ich die, gespannt drauf. Und die sehen richtig cool aus. Ich mag dieses Feeling total, was dieses, oder genauso wie so, Last of Us. Es so, kommt für mich so ein bisschen da rein. Ja, genau, ja, dieses Adventure-Zeug eben. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich würde auch ganz ehrlich, wenn wir wirklich nicht beides hinkriegen, gehen wir lieber zu Sony und gucken uns an. Ja, denke ich auch. Ich meine, G2A geht immer, oder? Da können wir immer hingehen. Ja. Können wir ein paar FIFA-Coins mitnehmen. Danach sind wir bei Blizzard. Aha. Und da kriegen wir den neuesten Shit von Blizzard vorgestellt. Mhm. Wobei, die haben das viel schöner ausgedrückt. Da ist halt Vorstellung für alle Anwesenden, was denn da so demnächst kommt. Wahrscheinlich auch das neue WoW-Add-on, Overwatch, irgendwelche Hearthstone-Geschichten, Heroes of the Storm, was halt Blizzard so alles hat. Ja, ist eine ganze Menge. Blizzard hat ein Riesenportfolio. Blizzard hat ordentlich was diesmal. Yep. Da werden wir uns auch eine Weile mit beschäftigen müssen, bis wir da alles durch haben. Das wird ein bisschen dauern, wenn es denn alles so klappt, wie das gedacht ist. Hoffentlich. Und bei Blizzard, ich kenne mich halt wirklich nicht großartig aus, wenn es jetzt ums Thema WoW geht und das WoW-Add-on. Das heißt, wenn wir hier irgendwelche WoW-Pros haben, wäre das nicht schlecht, wenn ihr euch da vielleicht die ein oder andere Frage in die Kommentare schreiben könntet, dass man dann wenigstens mal so tun kann, als kennt man sich mit WoW aus. Das wäre irgendwie cool, oder? Dann denken die so, holy shit, man, die haben sich voll vorbereitet. Die kennen sich ja voll aus, ja? Ja, dann dürfen wir keinen Scheiß erzählen jetzt. Also, sagst du mal, also der neue Skilltree vom Hunter, ja? Ja. Gibt's da jetzt diesen neuen Triple Awesome Perk? Da freuen die sich bestimmt voll. Ja, natürlich. Wäre cool, wenn wir das schaffen. Ja, also schreibt mal hier, wenn ihr schreibt mal das in die Kommentare, wo man am besten vortäuscht kann, man kennt sich mit WoW aus. Aber bitte was Gescheites. Wir googeln das, bevor wir das fragen. Ja? Genau, wir gucken nach. Nicht, dass jetzt ein Kack ist. So, was haben wir dann? Ich weiß nicht. Also, wir haben ganz viel Hardware, aber ich weiß nicht, was hatten wir jetzt gerade? Blizzard? Wir machen mal einfach mit Spielen weiter. Square Enix. Ja, da freue ich mich drauf. Oh ja, die haben auch eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht mehr richtig, ob die... Was ist denn das jetzt? Das war die Sache, die in zwei geteilt ist, ne? Erst Briefing und dann irgendwas anderes, ja. Ja, genau. Aber also auf jeden Fall haben die Just Cause. Die haben Just Cause und die haben das neue Final Fantasy mit riesigem Dings, Bühnen, sonst was Programm. Und die haben eine eigene Bühne für Final Fantasy 14, so eine Bosskampf-Geschichte. Da kann man dann wohl hin und sich auf die Bühne setzen mit wahrscheinlich 8 anderen, wenn das so ist wie Ingame. Mal gucken, wie sie es machen. Und kann versuchen, da Ravana und Bismarck zu killen, wer Final Fantasy 14 spielt. Und wenn man es schafft, wird man wahrscheinlich was kriegen. Max, ich habe das Spiel auch gekauft. Wie, du hast es gekauft? Mhm. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es mir gekauft. Das ist geil. Ja? Final Fantasy 14, übelst Bock. Ist halt ein Spiel, das frisst Stunden ohne Ende. Ja gut, das ist auf jeden Fall was für mich. Mhm. Ich habe da jetzt, Moment mal, Steam, Sekunde, 370 Stunden. In welcher Zeit? Ich habe vor 7 Tagen oder so habe ich meinen ersten Abo-Monat abgeschlossen. Oh je. Und zwar 30 Testtage dabei. Mhm. Also, ne? Viel. Yep, okay. Es scheint ein gutes Spiel zu sein. Ja, also, das ist echt gut. Das Ganze wird vom Mori kommentiert, habe ich mir auf Twitter sagen lassen. Das ist der, mit dem ich auch mal 3 StarCraft 2 Videos gemacht habe vor 3 Jahren oder so. Mhm. Der ist ja dafür bekannt, dass er immer recht viel rumschreit. Und ich glaube, das passt da eigentlich ganz gut dafür. Auf so eine Messe? Ja, natürlich, da muss man schreien, damit man gehört wird. Kennen wir doch von Nvidia. Och, bitte nicht. Das ist so schlimm. Nvidia hat es letztes Jahr echt übertrieben. Oh ja, die haben alles zugeballert, einfach nur mit Lautsprechern. Oh, störend. Am besten war immer noch der XMT-Stand gegenüber. Der war einfach, also man hätte den gar nicht gesehen, weil man einfach nur das Leuchten sieht von Nvidia. Und am besten war der bei XMG letztes Jahr. Ja, da haben wir hier diese neuen Gaming-Barebone-Rechner und die sind auch so leise. Aha, aha. Ja, hör doch mal. Ja, der meinte halt wirklich. Willst du mich veräppeln? Wahrscheinlich hat er das gar nicht mehr so wahrgenommen, dass da so mega laut außenrum ist. Stimmt, das Gehirn hat schon gefiltert. Das kriegst du gar nicht mal mit. Das hört sich an wie im Wohnzimmer bei ihm.
Dann hat er aber echt Probleme, wenn sich das so im Wohnzimmer anhört. Das war aber, das, also Nvidia hat letztes Jahr echt maßlos übertrieben und ich finde, ein bisschen bezeichnend dafür war ja auch, dass die ganzen Nvidia-Leute selbst gar nicht an dem Stand waren. Ja. Denen war es auch zu laut. Yep. Ja, ich meine, es war halt auch schon, du kommst in die Halle rein. Das Ding war im Prinzip, Nvidia war irgendwie Mitte oder ganz hinten und man kommt halt vorne rein und man hört sie schon. Und das war nur die Pre-Show. Oh. Das war doch gar nicht mal die richtige Show. Oh Gott. Na gut, letztes Jahr, wurscht. Richtig. Weil was haben wir jetzt? Aber wir haben Nvidia auch dieses Jahr wieder drauf. Ja, es stimmt, du hast recht. Ja. Und ich weiß gar nicht, was wir da richtig machen werden. Egal, eine Stunde uns Zeug angucken. Korrekt, korrekt. Ganz viele 89 TIs und, werden wir uns so mit snacken. Also ich habe Bock auf 4. Wer hat noch Bock auf 4? Ja, ne? Ja, warum ich, nicht? Ja, ne? 4 Stück. Noch 3 Stück dabei. Ja, siehst du? Das macht man letztes Teil zwar nicht mit, aber das kaufe ich mir dann auch. Ja, das kauft man sich, das ist in Ordnung, weißt du? Da gucken wir mal, was Nvidia so Neues am Start hat. Wenn euch da irgendwas Spezielles interessiert, wie gesagt, wir brauchen auch irgendwo Material. Wir können uns auch nicht in allem da super auskennen. Wieso nicht? Im Internet ist jeder ein Experte. Auch wir. Wir müssten das so machen, dass wir so, uns so ein, für jeden Stand so ein Profi-Typ so ins Ohr stecken, weißt du? So. Und dann sagen so, hier, guck mal, was sehen wir denn da so eigentlich? Ja, ich habe keine Ahnung. So, ja, lass mal den Typ fragen. Ja, der hört einfach mit. Ja! Weißt du, der hört die ganze Zeit mit, hat eine Kamera, auf meine Brille und so, weißt du? Ja. Oha, oh, das wäre die Idee. Das wird auch noch was. Da müssen wir gucken, wo wir aufnehmen dürfen und wo nicht. Das wird oh, ja, stimmt. Dann Nvidia. Gut. Nee, ja. Dann Nvidia gibt's noch Futter danach. Oh ja. Ja. Wichtig. Essen. Essen ist immer wichtig. Essen ist wichtig, ja. Dann kommt noch Asus. Asus, richtig. Ja, da machen wir auch so ein bisschen was. Die haben ja auf der Gamescom anscheinend ziemlich viel mit EA zu tun, so wie ich das gehört habe. Und das heißt, auch wenn wir eigentlich gar nicht richtig bei EA sind, gehen wir da trotzdem hin. Und zwar mit Asus. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Das wird lustig. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Weil eigentlich dürfen wir, sollen wir ja nicht. Sind ja, wir sollen erwünscht, ja nicht. Wir sind nicht erwünscht bei EA. Weil wir ja so böse sind und FIFA-Coins bewerben. Ja. Permanent. Und bitte? Mal gucken. Dann gehen wir da vielleicht trotzdem hin. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, es ist bei EA auch jetzt nicht so wahnsinnig viel dabei, was mich interessiert. Nee. Ich meine FIFA, Need for Speed, Mirror's Edge wäre noch ganz cool. Wenn man was sieht. Oder halt, klar, ich meine, ich würde mir auch das neue Dings da, ich habe voll Battlefront yep. angucken, aber es hält sich in Grenzen. Also ich bin jetzt da nicht so scharf drauf. Hm, ich auch nicht. Können wir uns angucken, gehen wir mal durch, testen ein paar Sachen. Aber ich glaube, EA werden wir uns nicht so lange aufhalten, wenn überhaupt. Hab ich auch naja, wir haben ja eh einen vollen Terminplan, ja, da ist es natürlich auch schwierig. Dann machen wir doch gleich weiter. Ja. Und zwar, gut, Elgato haben wir noch, wenn wir uns ein paar Sachen angucken. Dann haben wir Ubisoft, oder hatten wir das schon? Ja, Ubisoft habe ich angesprochen, so ein bisschen mit Trackmania, aber wir können eigentlich alles angucken. Und die haben ja auch ein bisschen mehr. Division, Assassin's Creed, vielleicht was zu diesem neuen Wildlands, Ghost Recon oder so heißt das, glaube ich. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja, das wäre cool, wenn es da ist. Ich weiß auch nicht, was sie da im Anno-Stand gibt's auf jeden Fall, habe ich gehört, aber es ist jetzt nicht so meins. Hm. Was gibt's noch? Das müssen wir uns. Ich blick mittlerweile nicht mehr durch. Zum Glück haben wir das hier mit die Heftchen und die Mails, wo wir das nachgucken können. Da wird's auf jeden Fall jede Menge Sachen geben. Wir haben auch recht langen Termin bei Ubisoft, sogar 2. Ja. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten, dass wir uns das alles in Ruhe angucken können. Yep. Also wenn ihr Sachen zu Ubisoft Games wissen wollt, dann haut das mal rein. Genau. Und ich glaube, die Annik wird uns da auch die Fragen beantworten. Ja, wir nerven da einfach die ganzen Leute, die da so stehen. Letztes Jahr war das ja auch so, da stehen immer Leute neben den Play-Slots sozusagen, da kann man dann halt mit denen reden und die helfen dir auch eigentlich, aber wenn man die einfach fragt, dann werden die bestimmt auch antworten. Ja. Ja, die Annika letztes Jahr schon gesagt, ich könnte ja auch mit zum Dings-Spiel, zu diesem komischen Dance-Spiel, aber das war, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen wollte ich das nicht. Just Dance? Wieso? Ich hatte da nicht so das Verlangen danach letztes Jahr. Ja, ist schade. Auf Dance-Spiele zu gehen. Ach, ich hätte vor allem auf der Bühne auf der Gamescom. Ich hätte das hochgeladen, so irgendwie so mit Titel. Der Friseur hat da mitgemacht. Ach, wieso war der nicht da, wenn man ihn braucht? Hm. Der hat da mitgemacht, als es noch in Leipzig war. War da der Einzige, der mit der Nintendo-Frau damals bei irgendeinem Tanzspiel gemoved ist auf der Bühne. Die hat sich richtig gefreut, dass endlich mal einer hingegangen ist. Ja, super.
Na, ich kann das auch nicht. So. Also, Nvidia. Ja, dann gucken wir uns auch COD an, das Neue. Ja, ich sehe es auch gerade, Call of Duty. Haben wir zwei Termine? Den einen habe ich noch gar nicht reingeschrieben. Wie zwei? Wir haben nämlich einmal eine Präsentation zu den tollen neuen E-Sport-Features in Black Ops 3. Und dann noch mal ausprobieren. Und ich habe gehört, es gibt sogar einen eigenen PC-Stand. Die scheinen das jetzt diesmal tatsächlich ernst zu meinen mit PC-Unterstützung. Ja, wenn es kein PC gibt, dann kann ich nur zugucken, weil ich treffe nichts auf dem Controller. Es gibt, ich habe zwei linke Hände bei der PS4-Controller, ich krieg das auch nicht hin. Ja. Nee, wie gesagt, ist ja schon, wir gehen an PC-Stand. Ja. Und dann probieren wir mal Black Ops 3 auf dem PC an. Angespielt, weil ich glaube, das ist nicht schlecht, weil wenn man überlegst, so auf YouTube, ne, die spielen alle auf der Konsole. Ja, ist auf, so, ist ne? auf ein paar. Also es gibt ein paar, aber PC, das interessiert mich auch, wie sie das gemacht haben diesmal. Ob da wieder so unsinnige Sachen drin sind, wie 60 oder 90 FPS-Logs und sowas in der Richtung. Auf der PC-Version? Das war, ja, du hältst vielleicht nicht für möglich, aber Oha. Das ist so gewesen. Wow, okay. Was haben wir noch? Wir haben Ubisoft nochmal, der dritte Termin mit Rainbow Six. Das habe ich ganz vergessen. Ist das das, wo ich denn mit kann? Oder du oder unsere Begleitung? Doch, richtig, doch, da können alle mit, aber nur einer kann spielen, weil wir können keine vier Playslots nehmen, weil das irgendwie so Restricted Area Zeug ist. Können wir uns, darf man sich abwechseln? Ja, bestimmt, ich sage einfach, oh, meine Hände tun weh. Max, mach genau, mal. Genau, wir übernehmen sie jetzt. Ja, ne, Co-Pilot. Ja, dann das haben wir noch, wir. Dann haben wir noch eins haben wir noch, wir haben Ark. Ja, ein Spiel, das ich super gehypt habe. Ich habe es auch ganz viel in der ersten Woche gespielt, irgendwie 30, 40 Stunden in einer Woche. Und ja, danach gar nicht mehr. Super. Toll, ja, vielleicht erzählen sie, das ist dieses Dinosaurier-Crafting Das ist voll cool, Mann. Da, ne? Es hat nur Kack-Performance. Ja. War das nicht auch irgendwie Early Access Alpha? Ja, genau. Aber klar, vielleicht deswegen schlechte Performance. Aber es ist so ein bisschen wie Arma, kann man sich das vorstellen. Die Performance, also diese Probleme, die kommen einfach vom Server aus und gar nicht von der Hardware, die man selber hat. Das heißt, ja, der Server kommt einfach nicht hinterher mit dem ganzen Zeug, weil das halt so krass komplex ist und riesig. Naja. Ja gut, das müssen sie aber noch hinkriegen, weil es bringt ja nichts, wenn du ein Spiel hast, was an sich tolles Konzept hat und alles, aber nicht richtig läuft. Ja, siehe Arma. Ich meine, das spielen auch sehr viele. Nicht ganz so viele wie Call of Duty natürlich, schön, aber... schön laufen tut Arma mit Sicherheit nicht, nee. Aber es läuft halbwegs. Ja, genau. Aber ja, das machen sie auch bei Ark. Die fixen immer wieder. Ich sehe die Patchlogs und so, ne, die machen das schon. Nur es wäre halt voll cool, wenn man das auf der Gamescom mal so richtig spielen kann, ohne diese Lags. Weil die zeigen da auf jeden Fall ganz viel und neue Tiere und Features und sowas alles. Ja. Cool, ne? Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ich habe mir überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Der Friseur hat es sich auch gekauft. Ja. Hatte aber auch Performance-Probleme, hat dann, glaube ich, keinen Bock mehr gehabt. Ist anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was, wenn so generell alles, was nicht flüssig läuft oder sich träge anfühlt, nervt. Ja, man muss ja auch schießen in dem Spiel, ne? So richtig zielen mit Pfeil und Bogen, mit Waffen und das ist halt ein bisschen schwierig. Nee, das nervt dann. Ich will aber jetzt eigentlich schon. Sorry, erzähl das mal fertig. Ich wollte nur sagen, ich will jetzt nicht sagen, es fühlt sich an wie auf einer Konsole, aber. Ne? Ja, da hättest du ja noch ein bisschen Auto-Aim dabei. Ja, stimmt. Oder nein, Aim Assist. Ja. Wir wollen jetzt mal hier nicht Flame oder so, ja. Hat sich eigentlich Crytek gemeldet mittlerweile? Crytek, komischerweise nein. Ja, dann. Vielleicht sind die nicht, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir, doch, ich habe das in dem Aussteller-Dings eingelesen. Keine Ahnung, ist egal. Ja, dann sind wir durch. Es war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber wenn ihr da noch Anregungen für uns habt oder Sachen, die wir da unbedingt ansprechen sollen, uns angucken sollen, die Leute auf den Ständen mit Löchern sollen oder halt einfach nur irgendwie was zu sagen, dann schreibt's rein. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr auf der Gamescom vorhabt. Oh ja. Vielleicht ist da noch Inspiration für uns dabei. Ja, Max macht einen Abo-Treffer, habe ich gehört. Nee, klar. Revealed aus der Suppe erstmal wieder. Oh Gott. Aus der Peking-Suppe. Oh Gott. Übrigens, wir haben eine Sache vergessen. Studio 71 mit ihrer coolen Pre-Party. Ja, mal gucken. Ist jetzt nicht so Gaming-related und wahrscheinlich auch aber nicht so... Aber da gibt's nochmal Essen. Ja, gibt's nochmal Essen, eben, also... Wir sind ja... Das ist ja der Wahnsinn. Sag mal, kann das sein, dass wir 3 Tage da sind und 3 Tage Essen haben? Nee, wir sind 5 Tage da und haben 3-mal Essen. Ja. Aber trotzdem, ist eine gute Quote, ne? Eigentlich finde ich... Ja, das finde ich gut. So muss das auch sein. Ja, kostenloses Essen. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur rumlaufen. Nee, geht nicht. Da muss man auch mal ein bisschen was spachteln, ne? Ja. Und ansonsten bestellen wir uns einfach abends was zu essen. Natürlich. Und nehmen was auf. Equipment haben wir dabei. Passt. Yep.
dann sind wir fertig und dann mal gucken, ob ich es schaffe, noch ein Video zu machen, bevor wir auf die Gamescom fahren. Es kann sein, dass es nichts wird. Ich meine, es kommt erstmal das Wochenende und Montag noch ein paar Sachen klären. Vielleicht noch ein abschließende Logitech kriegen wir übrigens vielleicht noch was. Logitech, Hype. Ja, Logitech. Gerade vorhin erfahren. Mal gucken, was die so am Start haben. Ich brauche eine neue Webcam. Genau. so eine 25 Euro kleine. Ey, ich habe eine gekauft, ne? Kein Scheiß. Ja, gut, für so im Stream oder sowas, im Zweifelsfall, wenn man sowas machen will, ist das gar nicht so übel. Ich meine, da musst du nicht gleich die Ultra-HD-Kamera über den Monitor stellen. Na, ich habe ja auch so eine teure, ne, so 100 Euro. Ich habe sie nur nicht benutzt, aber egal. Ne? Okay. Wir wollen das Video dann fertig machen, Mann. Schluss jetzt. Genau, Schluss wir haben jetzt ohne Scheiß 26 Minuten gelabert, das reicht. Holy fuck. Ja. Krass. Ich habe kein Gameplay, was ich hinterlegen kann. Keine Ahnung. Hast du was? Ja, ich habe noch ein bisschen was. So ungefähr 3 Terabyte an Battlefield. Kannst du mir, oder hast du schon was hochgeladen? Kannst du mir irgendwas geben? Ja, bestimmt. Okay, dann mischen wir das irgendwie zusammen. Das passt schon. Alles klar. Dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr da, wie gesagt, Anregungen für uns habt. Wir machen Schluss. Wir sehen uns dann spätestens im ersten Gamescom-Video am Dienstagabend, wenn wir da am Start sind. Mhm. Und ihr werdet uns da zwar wahrscheinlich nicht in Person sehen, aber uns hören, was wir dazu sagen. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.